www.samichlaus.info, das ist die St. Nikolaus Vereinigung Buchsgrabs. Und wer sich einmal so möchte verkleiden lassen, das ist übrigens mein Nachbar, ich sage nicht, wer es ist, aber ich war mal Gemeinderatsschreiber in Grabs. Wer sich also so möchte verkleiden lassen und auch betreuen lassen von diesen Frauen, der ist da völlig richtig dabei. Am 1. Pfennigsonntag hat es angefangen und ich habe Stimmen eingefangen. Jetzt habe ich gerade noch gemeint, ich kenne dich. Aber jetzt kenne dich gerade nicht mehr. Das ist gerade vorbei. Wie fühlt mich da so unter dieser Maske? Immer wöhner. Du bist wie eine andere Person, gell? Ja, so. Du bist einer, der sonst gerne lacht. Wir sagen nicht, wer du bist, aber hast du nie mehr so lachen, wenn sie dich so anschauen? Oh, da gibt es verschiedene amüsante Sachen. Eben, und das erleben wir natürlich noch. Aber jetzt wirst du mal noch geschminkt. Was kommt? Es kommt noch etwas drauf hier. Der Schnauze noch. Hoppla, jetzt. Ich habe noch vergessen. Hoppla. Wohl, das ist gut. Oder darfst du ihnen noch ein bisschen enger sein? Noch ein bisschen. Also wenn du Schauspieler wärst, hättest du der müssen wachsen für die Zeit. Jetzt wirst du dir angeklebt. Jetzt musst du ganz ehrfürchtig und anständig heben, bis er richtig klebt. Ist das ein Klebstoff, bringt das wieder weg? Oder? Ja, ja, aber schon? Mit rasanter Gewalt. Ja. Also wir ziehen heute die Bahnhofstrasse ein. Das heisst, wir gehen mit 13 Gruppen, 13 Samichleus und Schmutzlis, gehen wir von unten her die Bahnhofstrasse drauf und uns verteilen. Wir werden dort an verschiedenen Standorten mit den Kindern reden und ihnen auch die Sprüche hören, die sie gelernt haben, ein paar Worte mit ihnen austauschen und dann nachher kriegen sie auch noch ein Bibeli für uns über, so als Einstimmung in die Adventszeit. Eben zum ersten Advent findet das statt. Du, Grabser Klaus, du bist ein Moderner. Machst du auch Selfie? Ja, ja, ja. Hoi, 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 setze. Sag mal. Ja, und dann schickst du das Selfie, schickst du dem Christkindli? Ja. Oder der Frau? Der Christkindli, der bringt den Frauen. Du bist ohnehin noch ein spezieller Klaus. He? Einmal bist du ein Pfarrer und dann bist du wieder ein Klaus. Und das ist was, was der Petrus sagt. Ja. Ich bin aber vielseitig einsetzbar. Was ist das so für ein Gefühl, einen von 13 Auserwählten zu sein? Das ist eine grosse Ehre. Und sich da ein bisschen pflegen lassen, das ist wohl etwas anderes, nicht? Ja, das ist ganz gut. Die macht es wunderbar. So schön viel. Also die darf jetzt filmen. Aber der, der hier noch im Rohbau bearbeitet, ist noch nicht. Was machst du jetzt hier noch alles her, damit er nicht mehr Rohbau hat? Ich muss jetzt hier noch den Crepe noch rausstrahlen, damit es einen schönen Übergang gibt. Und muss hier noch einen Schnutz her tun. Weil der junge Mann ja keinen Wechsel hat. Eben, das wäre eigentlich Verpflichtung, oder? Wenn man, ja, Haar wachsen lassen und den Schnutz wachsen lassen, ja. Hätte er weniger zu tun? Oder müsste es dann einfärben, natürlich? Ja, ja, selbst auch. Dann musst du alt genug sein für das. Hängen dir das denn so ab, das lockige Haar? Ja, ja. Ah, das ist nicht der Tortaffe vom Schmutzli oben dran? Was? Ja, der Bart sieht das eigentlich auch so. Der würde er oben auch noch gut stehen, nicht? Oben? Ja. Also er kommt dann noch. Ah. Kommt noch mehr Locken. Ja, noch mehr Locken oben. Ja, ja, sicher. Heiter erfahren. Ja, das ist ja so. He? Was mich da schon lange beschäftigt, liebe Frauen, warum gibt es denn eigentlich keine Frauen, die da unter die Maske schlüpfen? Ja, da muss Sepp Biechmeier fragen. Wir wollten schon manchmal wollen und nicht dürfen. Aber gell, wählen, gell, das wäre schon, gell? Ja, wäre schon lässig. Nein, für uns gehört ist ein Samichlaus und ein Schmutzli ist ein Mann. Und dass sie so spielen, dass man das nicht kann, also dass man das nicht merkt, geht nicht. Und auch das ist für uns ein klarer Fall. Wir haben schon auch Frauen in der Vereinigung, die uns helfen, die uns am Schminken sind, die im Background, im Büro und so weiter dabei sind, die auch im Vorstand sind. Im Vorstand sind, glaube ich, gleich viele Frauen wie Männer. Also von dem her haben wir dort Quoten mit Sicherheit erfüllt. Was suchst du? Ein Schnutz. Ein Schnutz? Hoi. Ja, jetzt müssen wir sofort schauen. Der Schnutz fehlt. Hoppla, den haben wir gefunden. So. Gerade noch am Boden und schon bei Mannespracht. He? Der Schnutz. Wow. Der steht ihm aber recht gut. He? Ja, ja.
Tun ihr denn das anpassen? Dann kriegt jeder gleich Schnutz. Alles anpassen. Und am Schluss haben wir nicht keine gescheite Perücke mehr, dann müssen wir alles flicken. Irgendwie einfach ein Flickwerk machen. No. Aber gell, so von der Autorität her müssen wir schon wirklich auch einmal Frauen unter die Maske tun. Nein. Meinst du nicht? Nein. Du möchtest keine Klausin sein? Nein, lieber Christkindli. Also so wie du da geschminkt bist, musst du nur gut Skifahren im Winter. Die Farbe hast du schon. Ja, hast du können auslesen, um ein Schmutzli zu sein? Oder hättest du auch wollen, ein Klaus sein? Nein, ich habe schon auslesen. Schon? Ja, ja. Und du hast lieber ein Schmutzli wollen sein? Ja, sicher. Dann wäre ich auch lieber. Gell, als Schmutzli hat man einfach so ein bisschen Narrenfreiheit, nicht? Ja. Also ihr überlegt wirklich nichts im Zufall. Habt ihr das gelernt oder einfach... Ja, am Anfang haben wir noch etwa die Ausbildung gemacht und am Anfang schauen wir natürlich den routinierten Schminkerinnen zu. Nachher mit der Zeit muss dann allein funktionieren, ja. Ja, genau. Übung macht den Meister, aber man fängt jedes Jahr eigentlich wieder ziemlich tief unten an, weil man sich vergisst noch mehr. Und gell, jeder von diesen Nikolaus sieht wieder ein bisschen anders aus, ne? Genau, das ist so. Aber es soll auch so sein. Ja. Und du willst auch nie einmal ein Kleusin sein? Nein, definitiv nicht. Auch ein bisschen ein Christkind? Ja, auch ein Christkind. Ja, was lachst du jetzt? Wärst du dagegen, wenn eine Frau einmal als Kollegin Nikolaus auch auftreten würde mit dir? Ja. Also das ist eine Männerdomäne, ja? Ja, fast die einzige, die es noch gibt. Gell? Der rote Hut, gell? Das ist jetzt ein Nikolaus. Das ist einfach, das ist kein Sammy Klaus, gell? Das ist ein Nikolaus, ja. Du musst. Fuck du, der Oberklaus. Ja, der hat aber gesagt, wir sagen inzwischen auch Sammy Klaus. Hat mich ein bisschen überrascht, ja. Ja, kommt darauf an, wer drunter ist. Eben, gell? Ist eben nicht bei dir wirklich ein Klaus. Oh, hast du das gehört? Ja, ja. Nein, habe ich nicht. Aber da treibt man mit Fassung, ja? Ja, ja. Wer ein Klaus will sein bei der Niklas-Vereinigung, der muss so etwas mit Fassung tragen. Es ist alles ganz genau vor sich gegangen, hier bei der Probe, nach einem genauen Zeitplan. Es ist schön zugeordnet worden, welcher Klaus kommt zu welchem Schmutzli und umgekehrt. Und das ist natürlich wichtig, die ganze Organisation, nicht nur bei dem Einmarsch in der Bahnhofstrasse am Pfennsonntag, sondern eben dann auch nachher, wenn es eben darum geht, die Familie zu besuchen. Aber wir überlassen jetzt euch einfach diesen Eindruck.
Lieber heiliger Nikolaus, segne uns und unser Haus. Gib, dass wir wie du bedenken, wie wir den Menschen Freude schenken. Gib uns einen frohen Sinn, führ uns zu denen, die uns brauchen, hin. Irgendwo ist ein Mensch allein, könnte das nicht anders sein? Gib, dass wir wie du bedenken, dass wir den Menschen Freude schenken. Mit dem kleinen Nikolausgedicht möchte ich euch, liebe Kinder, liebe Erwachsene und vor allem euch, liebe Nikolaus, herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch Woodenpipe Flötengruppe von der Heike Klöpping. Ihr zaubert adventsstimmige Kirche. Schön, dass ihr da seid. Und ihr Nikolaus und Schmutzli, ihr macht euch in den kommenden Tagen auf den Weg. Anstelle vom heiligen Nikolaus besuche dir Familie. Der Nikolaus, das ist nicht einfach ein Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, das ist eine moderne Erfindung. Die Geschichte vom Nikolaus ist uralt. Darum lassen wir jetzt rein in die Geschichte vom Nikolaus. Ja, liebe Kinder, das letzte Mal habe ich euch eine Geschichte erzählt vom Nikolaus, wie er Seeleute gerettet hat vor dem Sturm. Und dieses Jahr könnt ihr Schöfli Rika. Das war ein ganz kleines Schöfli, ein ganz gewunderiges. Das hat am liebsten vor der Stadt Mira geweidet. Dort hat es alles gesehen, was passiert. In der Stadt Mira haben grosse und kleine Leute gewohnt. Kinder und Erwachsene. Reiche und arme Leute. Kranke und Gesunde. Die einen haben in ganz grossen Häusern gewohnt, mit einem grossen Garten rundherum. Und die anderen haben in kleinen Häusern gewohnt, fast wie heute. Der Nikolaus ist auch in der Stadt Mira aufgewachsen. Er hatte ganz reiche Eltern. Er ist in einem grossen Haus, ganz in einem schönen Park aufgewachsen. Aber er hat ein Herz für die Armen und Kranken. Immer, wenn es dunkel war und er niemand gesehen hat, ist er heimlich aus dem Haus rausgeschlichen und hat Gutes da für die Armen und Kranken. Schläfli Rika ist ihm immer nachgekoppelt. Einmal an einem ganz schönen Abend, der Mond ist gross und rund gewesen, Vollmondnacht, hat Schöfli Rika vor der Stadt geweidet. Da hat es den Nikolaus gesehen, zu einer Hütte laufen. In dieser Hütte hat noch Licht gebrannt. Wo der Nikolaus und Schöfli Rika vor der Hütte gestanden sind, haben sie einen Mann gehört, ganz laut zu Gott beten. Guter Gott, meine drei Töchter und ich sind arbeitslos. Wir haben kaum noch Brot, wir haben kein Geld, wir sind in grosser Not. Hilf uns, dass es besser geht. Da hat der Nikolaus ein Säckchen mit Goldmünzen
zu seiner Tasche ausgenommen und hat es gerade durchs offene Fenster eingerührt. Und ist nachher schnell davon. Er wollte nicht, dass man weiss, wer es gut tut. Das hat er noch zweimal gemacht. Und beim dritten Mal hat ihm der Mann, der Arme, wollte Danke sagen. Aber er hat ja nicht gewusst, wem man sie Danke sagen soll. Dann hat er gerade Schöfli gesehen, durch ein Gässli springen und weiter vorne den Nikolaus. Und er ist ihm nachher und unten ihn eingeholt hat, hat er ihm Danke gesagt. Tausendmal Danke gesagt, wie man auch sagen kann, oder vergelt's Gott. Der Nikolaus hat nicht nur dem Mann und seinen drei Töchtern geholfen, er hat noch anderen Armen und Kranken geholfen. Und wo in der Stadt Myra ein Bischof musste gewählt werden, dann haben die Bürger der Stadt gewusst, der Nikolaus wird unser Bischof. Sie haben gewusst, er sorgt für uns. Und Schöfli, Rika ist natürlich grösser geworden. Und so feiern wir jedes Jahr am 6. Dezember den heiligen Nikolaus, auch den Samichlaus. Und je nachdem geht er durch die Stadt oder durch die Dörfer. Und wenn ihr nicht wisst, ob bei euch schon vorbeigegangen ist, der Nikolaus, schaut doch, wo das Schöfli ist oder vielleicht der Sesali. Irgendwo seht ihr den Nikolaus, der Gutes tut für andere. Sankt Nikolaus, dich schickt das liebe Christkind schon vom Himmel auf die stille Erde. Den guten Kindern bringst du Lohn und sagst uns, dass bald Weihnachten werde. Du stehst am Tor der Segenszeit und stellst dein Licht in dunkle Tage. Du machst der Menschenherz bereit, auf dass es froh und laut und weit dem Krippenkind entgegenschlage. So segne euch alle, die ihr euch auf dem Weg zu den Familien macht. Gott der Vater, der die Liebe ist. Gott der Sohn, der uns die Liebe bringt. Und Gott der Heilige Geist, der uns alle die himmlische Liebe spüren lässt. Amen.